Hallo, heute mache ich ein Tutorial über den. Nee. Um den Evil Twin, also den 4x4 Evil Twin Cube zu bauen, brauchen wir insgesamt drei Cubes. Ich habe da hier den Dian Cheng, weil die günstig sind und keine Sticker haben. Denn mit Stickern müsste man die erst abmachen, dann schneiden und später wieder neu draufkleben. Es gibt hier zwei Schritte. Der erste Schritt ist, dass wir zwei Cubes nehmen und uns ein Fused Cube bauen. Ich habe schon ein Tutorial darüber erstellt, wie man diesen Fused Cube erstellt. Dann könnt ihr einfach mal jetzt hier unten so auf den Link klicken, dann kommt ihr zu dem Tutorial. Dann müsst ihr euch erst einmal diesen Fused Cube bauen und dann sind zwei Würfel weg. Und dann kommt der dritte noch zum Einsatz, um den Würfel einmal fertig zu bauen. Dann bis gleich. So, es sieht hier schon aus wie auf dem Schlachtfeld. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Fused Cube hier erstellt. Der sollte auch funktionieren. Und dann werden wir uns einen Folienstift nehmen oder was ähnliches, auf dem wir hier was draufmalen können. Wir halten eine Seite hinten oben und würden diese Punkte hier drauf machen. Da müssen wir später was draufkleben. Genauso hier. Dann würde hier einer und hier einer verlängert sein. Genauso hier. Nur hier wäre keiner. Ich werde euch später zeigen, wie wir den hier festkleben werden. Den werden wir nicht einfach unten dran kleben. Also, ich würde erstmal diese Punkte einmal mitmarkieren. Die beiden nicht. Da ist kein Punkt und da kommt auch kein Punkt hin. Diese Linie hier. Ich halte das mal so. Dann wären es die hier. Einmal weiterdrehen. Die drei. Dann hätten wir schon mal das erste. Dann drehen wir den Würfel um und würden so wieder halten, dass hinten oben einer ist. Hier ist einer rechts unten und einer ist hinten links oben. Und beginnen nicht hier unten, wie gerade, sondern hier oben. Die drei, dann gehen wir hier einmal 90 Grad rum. Die und hier unten die beiden. Die haben wir vorhin ausgelassen, die blauen. Hier sind die blauen, die lassen wir aus. Hier machen wir diesmal die orangen. Hier lassen wir die grünen aus, aber haben hier schon die roten. Also die drei und die beiden. Da müssen wir nun Steine rankleben. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar, normalerweise hat man so eine Ecke und da ist so eine Nase, sag ich mal, dran. Die brauchen wir nicht. Jetzt gucke ich, wo meine Ecke ist. Hier. Wir nehmen die Beißzange. So habe ich das gemacht. Und würden dann einfach mal, hier das so einmal abbeißen. Dann kriegen wir das Resultat, dass das so aussieht wie hier. Dann kann man noch mit der Feile, ich bin dann kurz hier eben nochmal mit der Feile so drüber gegangen, damit das Ganze glatt ist. Kann ich am besten noch einmal demonstrieren. Man nimmt sich eine Ecke. Ich brauche hier in der Ecke später einmal eine orange, grün, gelbe. Die brauche ich später. Dann nehme ich mir die Beißzange. Damit könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Und nehme einfach nur diese Ecke hier weg. Wie das aussieht, ist relativ egal, weil das sieht man später eh nicht mehr. Jetzt sieht es hier so aus. Ich schleife jetzt eben hier so ein paar Kanten ab, damit der Stein nicht schräg in dem Slot drin ist, sondern wirklich gerade ist. So. Dann hätten wir so einen Eckstein, den wir später hier so hinkleben können. Der gehört da nicht hin, deswegen lasse ich das erstmal. So errichten wir die Ecksteine. Und für die Kantensteine müssen wir es machen, dass wir diese Nase hier abschneiden, aber gerade. Sodass wir hier eine gerade Fläche haben und andere Seite hier auch. Denn das kommt später hier vorgeklebt. Und deswegen brauchen wir das. So errichten wir die Steine. Bevor ihr jetzt überhaupt irgendwelche Steine zerstört oder ändert, müssen wir erstmal einmal aufpassen,
dass wir die richtigen Steine nehmen. So, jetzt aber. Wir müssen hier die beiden Steine verlängern. Ich habe hier einen grünen, ich habe hier meinen Stein auseinander, ach, meinen Würfel auseinandergenommen und habe hier den grünen, gelben Stein und könnte ihn mir hier hinsetzen. Da wäre er richtig. Das Problem ist aber, dass wir hier auch einen brauchen. Und der Würfel hat nur einen grün-gelben. Was wir nicht brauchen, ist ein rot-gelber. Denn rot wird hier nicht verlängert, hier ist kein Punkt, sondern hier unten erst wieder. Also ein rot-gelben. Einen rot-gelben Stein können wir uns nehmen. Gucken, ob ich den schon irgendwo habe. Nein, das ist er nicht. Ja, hier habe ich ihn. Rot-gelb. Den rot-gelben können wir benutzen. Die Sache ist, den grün sieht man eh nicht mehr, weil der davor ist. Man sieht nur noch die obere Farbe. Bedeutet, wir nehmen uns den hier raus, den grün-gelben, setzen diesen rot-gelben ein und haben nun hier zwar eine falsche Farbe, aber wenn ich dann meinen grün-gelben davor klebe, sieht man das nicht mehr. Und ich kann diesen grün-gelben hier vorkleben und hätte zwei grün-gelbe Steine. Deswegen nehme ich schon mal hier den raus. Orange, da brauche ich keinen gelben Stein. Ach nee, blau, brauche ich keinen gelben Stein. Dann muss hier irgendwo noch ein blau-gelber Ding hier. Das heißt, ich tausche den hier aus und klebe den blau-gelben da so einmal rein. Später kann ich den da einmal schön davor setzen. Und deswegen werden wir jetzt erst einmal überprüfen, welche Steine wir brauchen, welche wir noch haben und werden die austauschen, sodass wir gleich nur noch die Steine bearbeiten müssen. Nun beginnen wir, dass wir, nachdem wir die ganzen Steine bearbeitet hier haben, dass wir die aufkleben. Den Stein muss ich jetzt hier, da habe ich meine ganzen Punkte eigentlich. Das heißt, ich muss ihn so rum aufkleben auf die untere Ebene. Ich habe mir jetzt hier sowas, eine kleine Unterlage, falls es schmiert, geholt. Man muss jetzt hier irgendwie den Kleber drauf kriegen. Und den Stein jetzt einmal hier drauf kleben. Jetzt entferne ich hier noch ein bisschen vom Kleber. Sieht doch ganz gut so aus. So, dann machen wir das jetzt mit jedem Stein, wo der Punkt ist, dass wir ihn dort einmal aufkleben. So, bin ich doch schon fast beim Ende angekommen. Ist halt eine Menge Arbeit, aber man spart sich einiges an Geld. Und man kann sagen, man hat es selber gemacht. So, die letzte Reihe war dagegen. Und bei dem letzten Stein, wobei es eigentlich der vorletzte Stein sein sollte, ihr habt dann zum Schluss, wenn ich das fertig bin, zwei Steine übrig, die noch angeklebt werden müssen. Und dazu sage ich sofort was. Erst einmal klebe ich in Ruhe zu Ende, bevor ich hier noch was falsch mache. So. So. Der letzte Stein an sich. Und dann erkläre ich was. So. Der letzte Stein, beziehungsweise vorletzte, normalerweise sollte hier unten auch noch ein Stein offen sein, wird, weil wir jetzt gar keinen Punkt mehr haben, links und rechts angeklebt. Das bedeutet, wir machen auf der linken und auf der rechten Seite einen Klebepunkt. Also hier ein. Und einmal auf der anderen Seite. Dann sollte es einmal klappen. Natürlich, jetzt habe ich es genau falsch gemacht.
So, der ist frei. So. Der und der. Einmal links, einmal rechts. So. Jetzt drehe ich die Ebene mal kurz, damit der hier nicht anklebt. Und schon hätten wir den Devil Twin 4x4 Cube fertig gebaut. Funktionieren tut er auch. Also, Tutorial darüber kommt demnächst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir doch einfach hier oder auf meiner Facebook-Fanseite einen netten Kommentar.